Bernd Kreis, lebe in Stuttgart, bin Sommelier, Weinhändler und Hobbywinzer. Wie bin ich zum Wein gekommen? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann und da hat mir die Arbeit im Restaurant besonders viel Spaß gemacht und der Umgang mit dem Wein. Das war damals in Baden-Baden in den 80er Jahren und dort habe ich sehr viel über Wein gelernt und so hat sich die Liebe zum Wein eingeschlichen. Meine Mission ist, dass Wein Spaß machen soll, dass Wein demokratisch ist, viel Weingenuss für alle Leute und natürlich einen sehr natürlichen Weingenuss. Ich habe einfach gerne viel Vergnügen beim Wein trinken, ohne jetzt dogmatisch zu sein. Da stehen jetzt die Lesehelfer drauf, Philippe, Serge, Samy, Luc und Benoit. Wir sind natürlich hier mitten im Weinbaugebiet in Stuttgart und hier sind die regionalen Weine sehr, sehr wichtig. Wir verkaufen sehr viel Württemberger Weine und wir haben das Glück, dass wir jetzt eine ganz tolle junge Winzergeneration am Start haben. Immer wieder neue und überraschende Sachen gibt's hier. If I was a Kennedy, I'd be a black Kennedy. Black car, black tux, this is black symmetry. Raised in the shadow, my family from Tennessee. I remember me, Reem Diller, we was in Indy. Also ich glaube, ich wäre so ein Wein, der irgendwo im Keller liegt und man dreht immer so seine Runden um die Flasche und man würde sich fragen, kann ich ihn jetzt aufmachen oder ist es jetzt gerade der schlechte Moment? Ja, vielleicht ein Burgunder, der hauptsächlich sehr generös ist, aber durchaus mal schroff und abweisend. Eine gewisse Größe, viel Eleganz, aber eben sehr bodenständig ist. Und so einer meiner ganz großen Favoriten ist einfach Cabernet Franc, wenn er von der Loire kommt vor allen Dingen und aus meinem eigenen Weinberg. Pinot Noir natürlich, viele andere auch. Ich finde, Wein ist so vielfältig, da wäre es schade, wenn man sich auf wenige Dinge beschränkt.